Sutherland bei den Holländern. Normalerweise würde es ja jetzt zutreffen bei den bekifften Holländern. Aber so ganz stimmt das nicht. Ich schicke mal liebe Grüße nach Hamburg zu unserem Gackgespielt und ins Frankenland zu unserem Franken-Andi. Was macht ihr beiden Schönes? Ja, Hallöchen. Und weißt du, warum wir nicht bekifft sind? Hä? Weil du dein Zeug nicht mit uns teilst, du Arsch. Du netter Mann. Da sag ich gleich mal was dazu. Ah, ja, ja, ja. Ja. Ich wundere, ich fahre hier gerade ein paar Autos über den Haufen. Ich bin auf dem Weg im Übrigen zur Salzproduktion, wenn ich die denn irgendwann finde, um da mal ein bisschen Wasser reinzukippen. Ah, ich sehe schon unser großes Industriegebiet. Ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Wir hatten ja gesagt, die Salzproduktion tun wir irgendwie gemeinsam betreiben und benutzen das Ergebnis halt nur zum für die Produktionen. Da ist. Ah, da geht's rein. Ah, ich hab's gefunden. Der Gacki hat den Eingang gefunden. Herzlichen Glückwunsch. Ja, das ist gar nicht so einfach. Aber das Gute ist, dass hier um dieses Baugrundstück ein Wassergraben führt. Das heißt, man muss gar nicht so weit fahren, um Wasser zu holen. Es ist vorteilhaft. So, ich kann Wasser abladen. Cool. Also Salz produziere ich. Ah. 12,5 Liter haben wir. Was, 12,5 Liter? Salz, ja. Achso, Salz. Oh, jetzt wird es interessant. Doch, das ist das Salz. Ja. Ach ja. Leute, ich hätte mal so eine Frage an euch. Ab wann ist so ein IT-Runner überladen? Nur, ich frag für einen Freund. Hä? Was denn da? Was für eine dämliche Produktion? Entschuldigung. Wo? Was? Wo? Ist hier so eine Riesenproduktion und dann passen da 16.000 Liter Wasser rein? Ja, ich meine, das Wasser muss erstmal. Das heißt, ich dachte, ich muss jetzt hier irgendwie 100 Mal mit Wasser hin und her fahren. Ich krieg nicht mal mein Fass leer. Gut, dann fahre ich wieder. Ob das gut geht? Das ist Scheinphysik. Das ist völlig in Ordnung so. Ja, das muss so sein. Das muss so aussehen. Ach ja. Ich denke, dass der uns hier irgendwo entgegenkommt. Da müssen wir mal ein bisschen. Nee, ich bin noch nicht unterwegs. Ich bin noch nicht unterwegs. Keine Angst. Ich bin noch am Verladen. Ich wollte eigentlich neugierig sein, aber ich sehe dich da. Oh, da ist gesperrt. Egal. Ja, der IT-Runner ist ja noch nicht voll. Da ist ja noch Platz. Das ist ja. Passen ja noch ein paar Baumstämme drauf. Boah. Passt. Hallo, Herr Nachbar. Obacht geben. Das war gerade mein Versuch, zwei Baumstämme aufzuladen und ich habe mal wieder den Uri Geller gemacht. Nee, das können wir nicht mit angucken. Aber warum zieht er bei mir nicht die Gurte oben drüber, sondern macht die immer nur unten? Das liegt an den Paletten. Die sind aber trotzdem fixiert. Okay, wenn du das sagst. Ich hätte halt geantwortet, weil der Manu mal wieder nichts kann, aber na gut. Das war halt die nette Ausführung. Ja. Manu, wie sieht's eigentlich aus? Nein, du kriegst immer noch keine Hand. Okay, aber ich krieg noch Geld von dir, beziehungsweise wenn das Häckselgut da ist. Ja, wie viel kriegst du denn? 200.000 Häckselgut hast du von mir bekommen. Ja, dann kriegst du auch 200.000 Euro. War doch richtig so, oder? Ja, ich glaube schon.
Warum? Dieser Bitteschön. Danke. Achso, für die Leute, die sich wundern, warum ich so viel Geld habe, ich habe meinen Kredit ausgeschöpft. Bis auf den Grund. Ja. Deshalb konnte ich den verrückten Franken jetzt gerade auszahlen. Ja, aber du kriegst ja noch genug dann, oder? Also. Ich weiß es nicht. Ich kann derzeit das Silo nicht öffnen. Wieder einmal nicht. Soll ich mal gucken? Wahrscheinlich, weil ich von dir keinen Lohner habe, kann das sein? Den kannst du, aber. Das habt ihr jetzt gerade auch mal Lohner gegeben? Du meinst das Silo, das wir neulich da hinter der BGA gemacht haben? Ja, oder genau. Welche? Ach, scheiße, da habe ich das reingeladen. Ja, stimmt. Ja, das andere Zeug kriege ich auch ist wieder überdeckt und ich kriege es nicht geöffnet. Also hier ist 30% begehrt bis jetzt. Ja. Ja, und das andere, das hatten wir ja neulich schon gehabt, dass wir das nicht aufbekommen haben. Ja. Gucke ich jetzt nochmal kurz hin, ob es vielleicht jetzt geht. Ich habe es vorhin schon versucht. Also ich hatte das auch mal das Problem und ich habe es nur mit dem Landschaftstool wegbekommen. Ja, aber die Silage, die da drin ist, die... Ist dann weg. Ja, das ist blöd. Mein Geld. Das ja, sind 15.000 Liter. Ja, 15.000 mal 1.500. Ja. Oh, Geld. Ist nicht schön, brauchen wir nicht drüber reden, aber ist jetzt kein Weltuntergang. Für mich schon. Komm, du hast doch genug. Reicher Schnösel. Du alter Esel. Ich möchte aber nochmal wie bei den Videos von Gacki hier anmerken, ja, das gehört zu unseren Rollen, dass wir uns so angiften und in diesen hier. Ach so. Weil zum Franken bin ich überhaupt eh nicht anders, ja? Ob jetzt hier im Spiel oder auch real. Ja eben, also das war doch eigentlich gar keine Rolle von uns, also wir sind noch immer so gar stets aber zueinander. Aber ich und Gacki eben halt. Genau. Es gibt aber auch Momente, wo wir zwei Hübschen auch ganz normal reden. Hä? Danke, wann, Gacki. Wann? Da, wo du nicht dabei bist. Ja, gut. So, ich möchte nochmal die Frage stellen, ab wann ist so ein IT-Runner überladen? Wenn er voll ist. Ja, das ist klar, aber wann tritt dieser Status ein? Wenn du versuchst, die Plattform hochzuziehen und die Plattform am Boden kleben bleibt, aber das alles andere sich anhebt irgendwie. Das krieg ich hin. Wo ist mein Düngerstreuer? Verdammte. Challenge accepted. Das nicht. Das ist die Spritze. Düngerstreuer. Weißt du, dass ich einen Düngerstreuer hatte? Weiß ich nur in welchem Leben. Ja, sorry Leute, ich bin ein wenig falsch gefahren. Oder steht der noch? Tim. Ah, nehmen wir den da. Da ist sogar schon ein Traktor dran, das ist ja noch besser. So, wo müssen wir hin? Auf die 31. 20. Nein, ach, das ist direkt bei mir am Hof, das ist ja noch besser. Ha! Dachte mir, da so wenig nichts zu tun habe, helfe ich mal den Nachbarn ein bisschen. Mir hilft keiner. Du hast auch nicht angebracht. Sehr freundlich. Hättest du gefragt, hätte ich vielleicht ja gesagt, aber jetzt nee, ich weiß aus den alten Aufnahmen, dass du mir nicht mehr helfen willst. Das war, ist ein anderes Projekt, Herr Aufnahme. Nein. Dafür tue ich mich jetzt. Ja, also hier habe ich dir zuletzt geholfen, die Dinger platt zu fahren. Genau, und dann habe ich irgendwas Falsches zu dir gesagt und da hast du rumgemeckert. Ich habe die Videos ja verspätet hochgeladen. Deshalb weiß ich das. Wo muss ich denn jetzt hier rein?
Ich weiß nur von dem leichten Zwist bei Spotted Hopfach. Das kennen die Zuschauer noch gar nicht. Die Folge musste am Montag kommen. Da erlebt ihr mal den Manuel sprachlos. Ja, nicht ganz. Stotternd, sagen wir es mal so. Kleiner Spoiler. Guckt's euch an. Montag 17 Uhr ist Spotted Hopfach and the Real Farmers. So funktioniert es hier mit Bäume verladen. Ich sag's euch. Kein Thema. Das ist normal, dass der. So, der wo Baumstamm. Ist das Warenhaus? Oben, ganz links in der Ecke. Ja, da bin ich gerade, aber ich glaube, ich bin hier falsch. Auf diesen. Müssen wir uns nicht alle Lohn ergeben? Oder. Ach, da hinten ist das. Wir hatten uns doch, glaube ich, schon Lohner gegeben, aber haben wir den Status jetzt wieder verloren? Oder wie war das? Nee, also da ich zum Beispiel Wasser in die Salzproduktion einliefern konnte, denke ich mal, dass das noch alles läuft. Und beim Warenhaus dürfte es eh kein Problem sein. So, jetzt müssen wir mal gucken. Sind wir denn schon... Ja, komm, da geht doch noch was. Is it going? Mal gut, der. Ja, fast richtig. Wem redest du? Mit dir. Ich habe schon gesehen, wo mein grüner Schild ist. Achso. Aber ich komme hier nirgendwo durch. Passiert, wenn ich jetzt hier bei Nachbars durch den Garten fahre? Nö, das ist. Sehe ich nicht so. Kommt bestimmt irgendwann ein Zaun. Naja. Warum fahren wir hier einfach durch die Absperrung durch das Camp? Ah, Scheiße, da ist ein Fluss. Gut, dann ist es kein Zaun, dann ist es ein Fluss, aber das Ergebnis ist ungefähr das gleiche. So. Angst haben, dass ich hier überfallen werde mit dem ganzen Hanf oben drauf. Ja, ich kann leider nicht. Ich bin noch beschäftigt hier beim Aufladen. Gott sei Dank. Ich bin auch am Arbeiten. Verflixte Hühnerkacke. Was kommt ich denn da hin? Keine Ahnung. Oh, ja, genau, da ist ein Wassergraben. Oh nee, nicht schon wieder. Ich hab meinen Umfang. Im Beet gerade regelt. Gut. Ich denke mal, du musst irgendwie außen rumfahren, würde ich mal behaupten. So. Ja, noch weiter. Jetzt links, ja. Nein, falsche Richtung. Meinst du rechts? Wo komme ich denn links? Ah, warte mal, links. Da, stimmt. So, dann, Heidi Hopska, zieh an, Baby! Zieh dich an, Baby? Normalerweise sagst du doch immer, zieh dich aus. Da komme ich nicht durch. Ja, aber nicht zu dir. Hallo? Bleibst du mal bitte stehen? Komme ich doch nicht durch. Hier war ich doch gerade, oder? Ah, doch. Hier. Bremsen! Blöd, wenn man hier keinen Speedplayer hat. Echt, man kommt nicht hinterher. So. Achso, warte mal. Ja, komm. Ja, jetzt habe ich es gefunden, Gacki. Muss ich doch den Eingang finden, danke. Chippidu. Ich zieh dich hier ran, du blöde Kuh. Spionage machen. Ach Scheiße. Ich kann es hier gar nicht abladen. So. So. Nein. Ich brauche einen Gabelstapler hier oben. Hahaha. Ich probiere einfach mal die Plattform runter zu machen. Vielleicht ist es dann niedrig genug.
Das war der Grund, warum ich mir einen IT-Runner geholt hab. Da hat Manu ja auch. Er guckt dir. Ah, geht. Okay. Naja, für die 5 Paletten. Ne, eine. Ah doch, ne, die eine geht jetzt auch noch weg. 11.000. 12.000, 13.000 für die 4 Dinger. Oh. Was doch, so, jetzt muss ich nur meinen Traktor wiederfinden. Ach, mach mal das so. Danke, Dön. Bitte, 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 31. Ach, ja. Den müssen wir mal wieder zurückkriegen. Frage ist halt, jetzt wird das interessant. Jetzt wird das ganz interessant. So, zwei Baumstämme auf einmal auf dem fast vollen IT-Runner. Ja, dann hat er nicht mehr. Oh shit. Na Gott, egal. Oder? Der ist fast voll, würde ich sagen. Aber da geht schon noch ein bisschen was drauf. Ein bisschen was geht schon noch. Ein bisschen was geht immer. Genau. Zum Glück sind wir hier nicht im Roleplay-Projekt. Das Gespräch mit dem Polizeibeamten wollte ich nicht unbedingt führen. Ja. Aber vielleicht habe ich jetzt dann hier das Problem, wenn ich Erdbeeren verkaufen will, dass mein Anhänger zu hoch ist. Müsste ich vielleicht auch noch auf IT-Runner umrüsten. Jetzt soll ich das doch gleich machen. Ich habe mir überlegt, ich werde mit meinen Erdbeeren erstmal die Joghurtfabrik voll knallen und das, was dann übrig ist, das geht dann in den Verkauf. Mhm, sehr gute Entscheidung. Aber wenn die Fabrik genauso ist, dass da vielleicht auch nur 16.000 Liter reinpassen, das können wir doch rausfinden. Da müssen wir einmal aussteigen. Joghurt, 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 Joghurt. Ne? Ja, 16.000 Liter. Hallo? So war das jetzt aber eigentlich nicht verarbeitet hier. Weiter geht's, Geld verdienen. Wenn wir den Anhänger wieder verkaufen müssen, wollen, tun. Wir gehen dann mal Autos schubsen. Das habe ich vorhin schon gemacht. Holländer fahren ja mal so schnell. Oh ja, oh ja. Ein wahres Wort. Und? Ups. Uiuiui. Ja. Das war knapp. Ja, ich soll auch mal ein bisschen Ordnung hier machen. Ich bin gespannt, ob ich das da alles drauf krieg. So, liebe Leute, wenn ich aber auf die Uhr gucke, sind wir kurz vorm Ende. Ja, währenddessen der Franke dann noch so ein bisschen irgendwas durch die Gegend schubst, wovon er eh keine Ahnung hat. Würde ich sagen, schaut beim Franken Andi rein, schaut beim Gacki spielt rein, was die dort für ein Unfug treiben. Und da ist sie beide kennen, treiben sie immer Unfug. Somit würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Samstagnachmittag und wir sehen uns wieder, wenn ihr wollt, morgen am Sonntag. Ja, ich sag auch vielen Dank fürs Einschalten und bitte nochmal die Frage beantworten, wann ist so ein verdammter IT-Runner überladen? Ich glaube, da ist noch wahnsinnig viel Potenzial, aber ihr könnt mich hier gern berichtigen, wenn ihr das besser wisst. Jo, auch von mir wieder ganz kurz und knapp. Tschüss, schaut bei den anderen rein. Lasst ein Däumchen da, schreibt was in die Kommentare und ja, bis morgen.